Genauso wie gestern auch nichts war. Korrekt. Doch, alles tippitoppi. Ich habe dich jetzt übrigens als meinen Notfallkontakt angegeben. Ich hoffe, das ist okay. Habe ich gerade schon mitbekommen. Ja, ist es. Weil ich habe nicht vor, dir irgendwelche Unfälle zu verheimlichen, ja? Wisst ihr, ich gehe heimlich zu meiner Schwester in die Praxis und ziehe Handschuhe an, damit keiner meinen Finger sieht. Das war ja auch weniger ein Unfall. Ach, das war ein Unfall. Ist ein Messer gelaufen. Ja, doch, heimlich eingestiegen. Ich lerne daraus übrigens, dass ich mir nicht vornehmen darf, am nächsten irgendwann mal freizeitmäßig irgendwas zu tun. Das ist die Strafe dafür. Was, Frau Zane? Sie haben sich wirklich mitten am Tag was vorgenommen, was nicht Arbeit ist? Bam! Also. Ja, wie kannst du nur auf so dumme Ideen kommen? Na, korrekt. Übrigens, am besten hat mir immer noch gefallen, als sie meinen Ausweis bekommen hat und sie dann erstmal so, oh. Und als sie dann den Namen genannt hat, der andere im Dealer auch so, oh Gott. Schön, das war super. Oh Gott, muss ich immer noch drüber lachen. Das war großartig. Oh, schlecht. Ist das nicht diese Staatsanwältin? Schön. Das hat mich schon ein bisschen gestört, dass ich das Gefühl hatte, dass du dich selbst genötigt hast, bei mir zu bleiben, nur weil ich Geburtstag hatte. Und ich habe gemerkt, dass es dir nicht gut ging. Mir geht's super. Ach, verdammt. Hi. Was kann ich für dich tun, Jane? Ja, an sich schon. Kommt nur darauf an, in welche Richtung es gehen soll. Nee, bin ich. Wir sind nicht ohnmächtig. Verletzt, genervt. Hi.
Und übrigens schön, dass diese Hose unsichtbare Knöchel macht. Der ist so transparent heute, der Mann. Schaut euch an. Achso, ja, natürlich, wenn er jetzt telefoniert, können wir natürlich auch telefonieren, ne? Also, klar. Oh. In welche Richtung was geht? In welche Richtung was geht? Tut mir leid, das war Max wegen heute Abend. Er hat schon dreimal angerufen. Hast du nicht Jane gesagt? Hm? Hast du Jane gesagt? Nee, wegen Jane. Was mit dir? Geht's dir gut? Ja. Sie wollte nur was haben. Ich dachte, wäre wichtiger. Was könnte wichtiger sein als eine Weintieferung? Apropos Wein. Sag mal, Daniel. Hm? Warum lag da eine Geldkassette im Kühlschrank? Und warum liegt die da jetzt nicht mehr? Was ist das jetzt für ein Bogen? Naja, Wein, Kühlschrank. Wein, Kühlschrank. Ach, die Geldkassette drin. Liegt jetzt nicht mehr da drin. Ja, ich weiß. Aha. Musst du mir eh nicht glauben. Beichten zu machen? Weißt du, ganz ehrlich, ne? Wenn ich dir das dazu sage, dann wirst du eh denken, ich verarsch dich. Ja, verarsch mich mal, komm. Ich hab schon viele Geschichten gehört, Daniel. Erzähl mal. Während ich mal mit dem Motorrad unterwegs war in Richtung dahin, wo ich meine Pflanzen angebaut habe, habe ich die an der Straße liegen gefunden. An der Straße liegen? Einfach so. Eine Geldkassette. Einfach da jemand hingelegt, ja? Ja, und Sperrmüll. War wahrscheinlich noch was drin, oder? Ja, klar. Was, im Sperrmüll? Nee, in der Geldkassette. Keine Ahnung, habe ich nicht aufbekommen. Ja, überraschend, nicht wahr? Und jetzt hast du sie natürlich den Shopbesitzer zurückgegeben. Du bist ein Held. Hast du Finderlohn bekommen? Ich hab die einfach weggeschmissen. Aha, na klar. Für den Nächsten, der sie dann finden kann. Im Schwärme. Aha. Schön. Was soll ich dir sonst sagen? Nee. Mensch, also das würde ich 1A, als wäre ich mit dir in den Zellen. Ganz ehrlich. Ja. Also, Paragraph 17, Absatz 2. Raub mit Werkzeug. Mr. Martinez. Weil der hat sie ihn bestimmt nicht freiwillig gegeben, ja? Ich habe nichts gemacht. Der Sperrmüll hat sie ihn wahrscheinlich nicht freiwillig gegeben. Ich habe nichts gemacht. Habe ich dir schon mal eine Geschichte erzählt, wie ich eine Hose in den Knast gesperrt habe? Ja, hast du. Ah, okay. War doch großartig. Ich glaube, die liegt da übrigens immer noch. Pille Nummer 8. Kannst du immer nachgucken gehen. Glaubst du natürlich, ich hätte die geklaut? Nein. Okay.
Aber Susi, würde ich dir einmal weggeschmissen? Ja. Auf dem Schrottplatz. Zum Schwärmen. Apropos Schrottplatz. Wusstest du, dass mich Joseph auf den Schrottplatz eingeladen hat und ich dort mein eigenes Grab schaufeln sollte? Ja, er hat das von der Schaufel erzählt. Ja, korrekt. Ja. Wichser. Und dass er das auch Packer Rollins erzählt hat? Dass er Frau Zane gerade auf den Schrottplatz gebeten hat und die dort gerade ihr eigenes Grab schaufelt? Aha, schön. Ja, und die Sache mit Eduardo. Und die Sache mit Eduardo. Aber die habe ich dir gestern erzählt. Ja. Joseph ist wirklich ein Mixer. Das ist übrigens wirklich erstaunlich. Ich meine, wie lange hast du das Weinjahr jetzt nicht mehr? 2, 3 Wochen? Nein, jetzt am Wochenende sind es 4 Wochen. 4 Wochen schon? Ja. Und für Mr. Eduardo bist du immer noch der Typ vom Weinjahr. Für manche bin ich auch noch der Typ vom Weinmodiner. Ach du Scheiße. Ja. Wirklich verrückt, wie schnelllebig die Stadt eigentlich ist, aber die Leute irgendwie, weiß nicht. In den Gedanken hängst du aber noch an gestern. Yep. Ja. Der Typ vom Wein wird deiner. Schön. War aber ganz gut, dass du da angefangen hast. Find ich auch. Gefällt es dir eigentlich im Tiki Lala? Ist gerade ein bisschen wenig los. Aber an sich ganz gut. Die Leute gehen jetzt nicht mehr in die Bar. Wir haben kein Geld mehr, wir müssen jetzt auf ein neues Auto sparen. Ganz genau. Wahrscheinlich, ja. Also 100%ig zufrieden bist du nicht, ja? Es ist nicht genau das, was ich machen wollte. Oder nicht das, was ich hatte. Ja, immer noch das Weinjahr, ja? Na gut, ich kann damit leben. Manchmal kann man halt nicht das machen, was man machen möchte. Korrekt. Manchmal einfach einkaufen gehen, ohne im MD zu landen. MC. Entschuldigung. Ja, bin dann schon richtig.
Also. Möchtest du mir erzählen, was dich so bedrückt, oder soll ich einfach nur bei dir sein? Wenn ich jetzt hier auf die Sofa schlafe, müsstest du eigentlich ins Bett gehen zum Schlafen, ne? Wollen wir vielleicht rausgehen? Die Sonne tut gut. Ja, können wir machen. Super. Oh Gott, ich glaube, es lässt nach. Hallo Tomka, hallo Godzilla! Schön, dass ihr da seid und Pink Paw ist auch da. Hallöchen. Oh Gott. Ja, ich bin ein bisschen sprunghaft, Leute. Mhm, merkt das schon. Warte kurz. So. Danke. Liv hat sich mit dem Taxi... Nein, das Taxi hat sich mit uns angelegt. Das Taxi hat sich mit uns angelegt. Wollen wir mal bei der Wahrheit bleiben, Leute, ja? Ach, oh, sieht gut um. Ich glaube, du hast jetzt noch zwei Füße stehen. Kannst du ihn nicht einfach zur Seite stellen? Also. Ich weiß gar nicht, dass die zusammenklappen sind. Warte. Hm. Mensch. Dein Ding. Ach nö. Jetzt muss ich. Ach nö. Das wäre klasse. Soll ich das machen? Aha. Mhm. Besser ist wohl. Viel Erfolg. Oh Gott. Ja nun, das Taxi ist heil geblieben. Nee. Ich glaube nicht, dass das komplett heil geblieben ist. Ja, Blechschaden mindestens. Und der Typ, der da drin saß, also der Beifahrer, komplett am Ausrasten gewesen. Also ich glaube, der hat den Schock seines Lebens. Der Fahrer so, ach na ja. Hallo, frisst mal. Ja, also Godzilla, ich kann dir sagen, die ersten 20 Minuten lohnen sich tatsächlich heute. Ist jetzt gemacht. Ich bin ein bisschen verarscht. Doch ein bisschen warm in der Sonne, ne? Mhm. Sind wir noch 19 Grad. Mhm. Oder so. Oder so. Wie 22. Ja. Also, was beschäftigt dich am meisten? Owen, dass auf dich geschossen wurde? Oder dass die Leute reden?
Doch, so offensichtlich, ja. Ich habe irgendwie versucht, damit selber klar zu kommen, weil, naja. Owen mit irgendwas zu belasten aktuell ist absolut nicht möglich. Wir sehen es so selten, als dass ich die Zeit damit verschwenden möchte, Schubseil zu blasen. Alan ist nicht da. Also habe ich versucht, was ich eigentlich am besten kann. Selber damit klarkommen. Funktioniert irgendwie nicht mehr so gut. Ich tue es mir auch ein bisschen leid, weil, naja, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, aber als wir uns den Sonnenaufgang da am Strand angeguckt hatten, hatte ich dir gesagt, dass ich auch wissen möchte, wenn es dir schlecht geht, weil ich den ganzen Daniel kennenlernen möchte. Und gleichzeitig habe ich dir das quasi auch vorenthalten. Es tut mir leid. Ich glaube, das ist eine Sache, wo du dich immer noch dran gewöhnen musst, oder? Dass es mein Partner interessiert, wie es mir geht? Ja. Überhaupt jemanden. Ja, und das tut es. Sehr sogar. Aber ja, Max? Bitte? Wozu Kontext? Weil ihr da gestern einfach weggerannt seid? Ohne euch zu verabschieden? Ja. Ah, gut. Ja, hab ich gemerkt. Okay, gut, verstehe ich. Hast du sonst noch was Wichtiges, sonst würde ich später mit dir reden. Einfach so. Ja. Gut, dann sehen wir uns da. War ich die Einzige, die einfach gegangen ist, ja? Die beiden sind dann auf einmal irgendwann weggerannt. Gerannt sogar? Ja. Gab's einen Notfall? Ja, da war wohl Feuer im Tattoo-Studio.
Okay. Weg kaputt gegangen? Oder geht? Weiß nicht. Geht, glaube ich. Ja. Alles halt so schlimm. Die Sache ist, wenn... Ja. Wenn ich merke, dass es dir nicht gut geht, und du nicht darüber redest, dann kann ich dir nicht helfen. Warum solltest du auch? Meine Probleme. Vielleicht, aber zum Teil dann noch meine Probleme. So ein Ding von wegen dir eine Last abnehmen, das mit dir zusammen durchstehen, irgendwie sowas. Einen guten Rat bekommen. Oder einfach nur jemanden zum Festhalten. Wie schon gesagt, wenn du dann nochmal der Meinung bist, dass du einen Tag für dich alleine brauchst, dann ist das okay. Dann fühle ich wirklich nicht wegen irgendwas genötigt. Weil meistens ist dieser erste Gedanke das Richtige. Und wenn ich dir dann sage, dann mach das bitte, dann ist es nicht, dass ich dir irgendwas aufzwingen oder befehlen möchte. Und das ist das wirklich nur, weil ich denke, dass das gerade das Beste für dich ist. Das habe ich schon so oft gehört.